Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Total War 3 Kingdoms, die 8 Prinzen mit unserem Sima Yong. Wir waren Verteidiger, aber eigentlich sind wir gerade am Angreifen. Und es gibt, glaube ich, noch 20 Truppen, die in der Stadt darauf warten, von uns getötet zu werden. Es hat alles ein wenig länger gedauert, die Stadt einzunehmen. Und es hat auch ziemlich, ja, vielen Männern das Leben gekostet. Kriege erklärt, vor allem gegen das Jin-Kaiserreich. Wir haben 3 Armeen besiegt, was eigentlich gar nicht so stimmt. Wir haben eigentlich 2-mal gegen dieselbe gekämpft. Aber unsere Kontrolle wird eiserner. Und dadurch kriegen wir jetzt Machtausrichtung und Geistausrichtung plus 1 pro Runde. Und wir haben auch die erste Machtausrichtung geschafft jetzt. Und kriegen plus 5% Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und die nächste Ausrichtungsbeloge wäre sogar schon plus 10% Nahkampfschaden fraktionsweit für unsere Einheiten. Eine Frage des Ranges. Das Bildungsministerium hat seine letzte Überprüfung der neuen Rangbeurteilung beendet. Sehr zu seiner Erschütterung wurde der Klient eines eurer Gefolgsleute niedriger eingestuft als erwartet. Euer Gefolgsmann bittet euch darum, sie dazu zu bringen, diesen offensichtlichen Fehler zu revidieren. Natürlich würde er auch für die anfallenden Kosten aufkommen. Geist, Wohlstand sind wir bei... Also für Wohlstand haben wir noch gar nichts gemacht. Ich werde jetzt die Geistausrichtung machen, auch wenn das die Zufriedenheit senkt. Damit wir auch keine Korruption bekommen. Wir sind eh geldtechnisch sehr limitiert gerade. So, besetzt die Stadt, wo nichts mehr drin ist. Gucken wir, was die hier so haben. Die Vorräte eurer Armee sind niedrig, das wird sich ja jetzt ändern. Da wird nachrekrutiert. Plus 15% durch Charaktere. Welcher Charakter hat denn hier... Gibt so viel auf Rekrutierung? Er macht den Nachschub nur beim Kommandieren. Kann ermutigen. Habe ich es so gemacht, damit seine Entschlossenheit höher geht. Oder ist es ein grundlegender Bonus von ihm? Kann ja sein. Das ist auch nochmal 4 Entschlossenheit und wir sind ein bisschen glücklicher, dass wir dir was geben. Immer Richtung Himmel. Oder Richtung Boden. Je nachdem, wie ihr wollt. Neue Fraktionshauptstadt. Ach so. Die wir gerade erobert haben, sind natürlich jetzt, kommen jetzt in eine andere Ecke. Dann lass uns den Nutztierhof hier verbessern. Wie lang, also wie die das alles runtergewirtschaftet haben müssen, ne? Nachdem man mal weg war, 100 Jahre. Ich bin sehr irritiert. Also, mir ist es recht, wenn die durch irgendwelche Charaktere plus 15% hier beim Nachschub bekommen,
Sei's drum, es ist super. Es ist vor allem so früh im Spiel super. Ihr wärt sicher vor uns. Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich werde nicht Angriffspakt unterzeichnen. Wir bekommen ein neues Kind. So, Forschung, abgesuchter Boden, Boden fertig. Wir kriegen mehr Einkommen nach, also beziehungsweise mehr Beuteeinkommen nach einer Schlacht. Militärvorräte erhöhen, Bauzeit verkürzen, Bauzeit reduzieren. Und also die Baukosten reduzieren und die Bauzeit. Plus 5 Zufriedenheit für Charaktere, Baukostenverringerung von Wirtschaftsgebäuden. Weniger Charaktergehälter, das ist jetzt nicht so schlimm, da haben wir nämlich nicht viel. Dann gehen wir auf das Bauzeitding. Und ihr bleibt noch eine Runde hier in der Stadt drin. Gebäudeunterhalt reduzieren. Und Baukosten reduzieren. Ach, du meckerst hier nur wegen den mangelnden Militärvorräten, aber die werden doch gerade aufgefüllt. Ach, ich gehe diesmal so vorsichtig vor. Und langsam. Langsam ist vielleicht übertrieben, aber überschaubar. Und langsam sind auch alle gegen das Kaiserreich. Rücken vor! Autorität ist nicht vererbt, sondern verdient. Mal so, mal so. Gebäude und andere Fraktionen unterstützen, das wird sich jetzt noch stabilisieren. Erspart den Bergen euren Ärger. Sie hören ihn nicht. Ach, macht der Wachposten gar keine Unterstützung mehr? Natürlich, alles Unterstützung wird durch den Wachposten nicht mehr nach oben getrieben. Also die öffentliche Ordnung ist ja anders jetzt zu sehen. Plus 25% Einkommen aus Handel. Nahrungsmittelproduktion will man ein bisschen einstampfen. Aber es fände ich besser, generell den Handel zu stärken. Wir wollen keine Feinde sein. So, Sima weiß da hinten, machen wir das gerne. Das ist äußerst vielversprechend. Habe ich gesehen, dass ich 3 Handelsabkommen haben könnte? Moment mal. Ja. Setzt euch und sprecht. Aber anscheinend gibt es niemanden. Der sich im Moment auf ein schnelles Abkommen, handelstechnisch, einlässt. Eine Zeitverschwendung. Lass mich raten, vasalisieren kann ich dich noch nicht. Dann macht das auch keinen Sinn.
das Volk. Ach, Kräfteverhältnis sieht doch gut aus. Trefft sie! Dann wäre die Fraktion auch ausgelöscht. Unser Sieg zeigt die Anerkennung des Himmels. Heute schaut der Schimmel auf uns herab. Nein, natürlich der Himmel schaut auf uns herab. Später dafür danken. Anscheinend haben sie noch irgendwo am Arsch der Welt eine Siedlung. Oder auch nicht. So. Diplomatische Beziehungen verbessern. Fraktionsweit Moralbonus. Plus 3. Ich bin mal gespannt, wie später diese Dinger noch Einfluss darauf nehmen, wie wir zum Kaiser stehen. Weil es wurde eigentlich in dem Werbetext gesagt, dass dementsprechend, was für Ausrichtungen wir nutzen, wir später anders mit dem Kaiser interagieren können. Ich denke mal, das Ende entscheidet sich danach, was wir... Also wo wir am stärksten vertreten sind. Obwohl es würde mich echt wundern, dass das viel Einfluss darauf nimmt. So, hier haben wir den Dockmarkt. Anstatt des Militärgebäudes hätte ich lieber irgendetwas, was noch mehr Marketing, also Marketing sei es schon, noch mehr Handel vorantreibt. Und jetzt mag uns Sima Rui nicht. Wozu müssen wir uns unterhalten? Einfach nur so. Lasst uns über die Bedingungen sprechen. Ach, ihr habt keinen Hafen und wir können über den Fluss anscheinend nicht gehen. Also das wäre die einzigen Beine, mit denen ich gerade Handel betreiben kann. Nix ruhen. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh nein, er hat eine Koalition genommen. Ah ne, es ist Sima Yu und nicht Sima Ru. Hilfe eines Helden. Ihr habt einen Bericht über einen eurer Generäle gelesen, der sich ganz alleine gegen 6 Feinde durchsetzen konnte, aufgrund des Mutes, der Schnelligkeit und der Loyalität seines Pferdes. Helden haben stets jemanden oder etwas, das ihnen beim Erreichen ihres gerechten Ziels hilft. Dies kann ein treuer Anhänger sein, ein zuverlässiges Ross, ein Buch voller Weisheit oder eine Waffe mit einzigartigen Eigenschaften. Sie alle erfüllen dieselbe Funktion. Und auch ihr verfügt nun über so jemanden oder etwas, sei es durch das Schicksal oder einen eurem eigenen Willen, und eure Taten. Die wahre Prüfung besteht darin, herauszufinden, wie ihr das, was euch gegeben wurde, am besten nutzen könnt, um euer Ziel zu erreichen. Wundervolle autoritäre Kleidung. Nicht genug Geld, um das zu bauen. Ah, die Gaststätte gibt mir alles Unterstützung. Okay. Oder ich gehe hier über Langley. Obwohl, da ist keine Straße, die mich zu dem... Ach, jetzt im Schnee kann ich die Straße nicht mehr sehen, ne? Um den Holzplatz direkt angreifen zu können. Ach, geh ruhig nach Behai. Und von Behai gehen wir nach Langi. Und da bekommen wir die Holzressource zum Handeln. Da können wir unsere Handelsrouten auch ein bisschen verbessern. So, strategische Bedrohung.
Erhöhte Strafen wegen Wunsch nach höherem Amt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ist. Warum so mehr Kontrolle ich habe, warum sollte man in ein höheres Amt rein wollen? Ihr wärt sicher vor uns. Das finde ich sogar in Ordnung. Weil über den Fluss will ich noch gar nicht gehen. Das Treffen hat sich gelohnt. Lieber südlich vom Fluss arbeiten. Ich glaube, es gibt ja nicht so einen Koalitionsarsch wie bei Three Kingdoms. Obwohl inzwischen soll er ja ziemlich... Also sollen ihm die Zähne gezogen worden sein und er macht es nicht mehr so extrem wie vorher. Wir haben ein mageres Jahr. Der Finanzminister darf bei fehlenden Steuerzahlen keine Ausnahmen machen und das gilt auch für seine Beamten in der Komtureien. Ein Dorf behauptet, es würde die Steuern wegen einer schlechten Ernte nicht bezahlen können. Doch Gesetz ist Gesetz. Was soll mit ihnen geschehen? Das brauche ich gerade nicht. Sie zwingen ihre Häuser zu verkaufen. Moment, dann machen wir das mit Verstand. Sie sollen ihre Ernte verkaufen. Dann kriegen wir minus 1 Nahrungsproduktion in der lokalen Komturei. Das ist aber in Ordnung, weil wir plus 13 Nahrung haben im Moment. Und wir kommen in der Verstandausrichtung eine Stufe hoch und kriegen 15% mehr, also schnellere Forschung. Ich denke, das ist ein guter Deal. Bleibt aufrichtig. So, plus 5 Fraktionsunterstützung weltweit. Beziehungsweise fraktionsweit. Und da du mein Anführer bist, solltest du das auf jeden Fall lernen. Sollten wir hier einfach ein Getreidelager bauen. Anstatt das Gasthaus, wo das Getreidelager jetzt günstiger ist, um die Adelsunterstützung zu bekommen. Lasst eure Frustration aus. Oh ja, frustriert mich mehr. In einer Runde lohnt sich unser Handelsabkommen. Willkommen, Freund. Willkommen. Tretet ein. Ah, ihr habt einen Fertigkeitspunkt, okay. Unterhalt kostenlos. Warum? Weil er Verwalter ist oder einfach, weil es meine Frau ist? Ausbeutung fängt in der Familie an. Erste Regel des Regelbuches der Ferengis ist natürlich eine andere Regelnummer. Aber es ist auf jeden Fall da drin. Mal eben umsetzen. Oh, dieser dämliche Pilzstuhl unter mir. Nein, ich bin natürlich ein glücklicher Mensch. Aber dieser Pilzstuhl tut meinem Arsch weh. Er tut meinem Rücken gut, tut aber meinem Arsch weh. Man kann nicht alles haben. So, Forschung abgeschlossen. Da haben wir unsere 15% wegen unserer Weisheit. Plus 10% Nachschub für Garnisonen und minus 20% Baukosten für Landwirtschaft. Plus 1 verfügbare Verwalterpositionen und verfügbare Aufträge. Davon habe ich gerade überhaupt nichts. Einkommen aus Handeln und mehr Handelsabkommen bringt mir auch nichts. Spionage bringt mir sowieso nichts. Mehr Munition für alle Einheiten. Militärvorräte mehr. Hm.
Wir haben keine Seide oder Gewürze im Moment. Gehen wir hier ran. Dann können wir nämlich hier unten die Forschung machen, Medizin auf dem Schlachtfeld, um den Nachschub noch weiter zu pushen. Drillmeister. Anfangsrang für Rekruten erhöht, plus 40 Bonuserfahrung für Einheiten pro Jahreszeit. Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. Ich weiß, dass die noch Aktionspunkte frei haben. Mach euch den Nachtkampf und rein da. Von den Wurzeln bis zum Himmel. Wir werden dieser Siedlung Gerechtigkeit bringen. Ehrt eure Ideale. Was auch immer es bedeutet. Das sind unsere besonderen Einheiten, die Armbrustschützen. Diszipliniert, diese Einheit erleidet keine Moralstrafe, wenn der General stirbt. Sie wird sich häufiger nach einer Flucht sammeln. Das ist ja super ekelhaft. Und super toll. Und sie machen rüstungsdurchdringenden Schaden 50. Haben mehr Munition. Was ist das hier unten nochmal? Die Angriffsrate ist höher als bei den normalen Armbrüsten. Und sie haben mehr HP und mehr Moral natürlich und besseren Nahkampf. Dafür sind sie aber ein bisschen langsamer. Kann ich mir aber nicht leisten gerade. Ich bin ein armer Schlucker. Wir werden keine Schritte gegen euch unternehmen. Unsere Gespräche flossen seicht wie der Fluss. Ach, ich bin so ein netter Kaiserreichgeselle. Da ist dessen Armee. Scheint übrigens so, als wenn Fraktionen, die keine Prinzen sind, wirklich geschwächt sind. Also beziehungsweise nicht in der Lage sind, großartig zu expandieren. Lasst eure Wut aus! Völlige Torheit! Oh, ich schaff das sogar bis an den Rand. Ich weiß zwar nicht, warum unser Kräfteverhältnis so kacke aussieht. Würde ich gerne im Nahkampf zermürben. Machen wir schnell. Wenn wir hier fertig sind, können wir weiter. Ich würde vor allem die fliehenden Truppen zerstören. Einziger Grund, warum ich jetzt in die Schlacht so reingehe. Mit wem rede ich überhaupt? Mit meinem Bild hier auf dem rechten Monitor? Wahrscheinlich. Der Hund unterm Tisch versteht mich auch nicht. Alles schrecklich. So, wie ich sehe, habt ihr die Kai-Formation gelernt. Bereit! Haltet euch bereit! Aufpassen! Speere! Angriff! Achtung, Bogenschützen! Tierenschwerter! Tierenschwerter! Lauft! Aber ich wünschte, ich hätte noch eine bessere Grafikkarte drin als die 2080. Hey, der trägt einen Ponoreihenbart.
weil Total War ist einfach so lastig, also beziehungsweise Grafikkarten, lässig, nein, Lastenträger, ach, ich weiß auch nicht. Vor allem, wenn du über die Full-HD-Auflösung gehst, wird's echt fies. Haltet euch bereit! Wappnet euch! Bogen bereit machen! Es ist soweit! Die Pferde sind trainiert, die kommen damit klar, dass es brennt. Ihr gerade durch. Aufgepasst, Schwerträger! Schneller! In den Kampf! Bereit machen! Marschiert schnell! Tötet sie! Schwerer bereit! Aufpassen! Achtung, die Soldaten! Okay, den Rücken von denen. Für mehr Masse und mehr Ärger. Seht, wie sie rennen! Feige! Angriff! Aufpassen! Bereit machen! Bewegung! Tiefflieger! Vernichtet sie! Bereit machen! Wasser bezwingt alles! Zeige keine Gnade! Ihr verdient das Leben nicht. Spart euch die Luft. So, macht ihr euch kaputt. Unser Sieg rückt immer näher. Vernichtet sie. Umschalten auf normalen Pfeilbeschuss. Ein Stück nach vorne gehen. Ihr braucht diesen Schutz nicht mehr hier an der Seite. Bereit machen. Bereit machen. Der Feind ist eigentlich besiegt. Feindlicher General fällt. Bereit machen! Tierschwerter! Bereit machen! Es ist soweit! Bereit! Schlag zu! Helfen Sie! Gee! Wappnet euch! Gee-Stangenwaffen bereit machen! Bereit zum Kampf! Zieht euch mal zurück! Lauf! Lauf! Antreten! Achtung, Krieger! Setzt euch der Kampf zu! Würde man Kriege doch mit Worten gewinnen! Dann haben wir nämlich Zeit, die hier beim Fliehen zu töten. Achtung, Krieger! Schnell ausrücken! Bewegung! Los, los, los! Wappnet euch! Auf ihre Beine! Sieht aus, als wenn das noch ein bisschen dauern könnte. Stellt euch hin, das machen die Reiter. Braucht ihr Hilfe? Oh, wie clever, sehr clever. Es ist soweit. Erstmal in Ruhe ein Käffchen. Warum ist kein Total War Bildschirmschoner? Halt!
Wasser bezwingt alles. Auf ihre Beine! Ja. Ach, die hat einen Verwandten, der gefallen ist. Deshalb ist sie im Berserker-Modus. Haltet euch bereit! Tja, wer wird gewinnen? Achtung! Ich habe jetzt 100 Sekunden keine Zeit, also keine Möglichkeit, den nochmal zu buffen. Und das hier bringt halt wenig im Nahkampf. Ich glaube nicht, dass sie aufgeben wird. Achtung! Auf ihre Beine! Antreten! Aber es sieht gut aus. Wenn man mal wieder zu viel Zeit hat. Jetzt töte sie doch einfach. Versager. Jetzt lass sie nicht vom Vibesbild niederklöppeln. Muss ich wirklich nochmal rausgehen? Ah, das war's. General, General. Die Reiter haben einfach mal 350 getötet von den feindlichen Bogenschützen. Von den Wurzeln bis zum Himmel. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er sie enthauptet mit dem Speer oder sowas. Sonst hat man ja nie die Zeit, diese Kämpfe zwischen den Generälen zu betrachten. Sie haben genug gelitten. Autorität ist nicht vererbt, sondern verdient. Guerilla-Aufstellung für das eigene Gefolge. Schaden an Mauern, Einkommen aus Industrie bei der Verwaltung. Ah ne, erstmal müssen wir eh den Erdwall hier machen. Für die passive Stärkung. Ermöglicht das Feuergeschoss für das eigene Gefolge. Und ein bisschen mehr Vorräte für die eigene Armee. Geduld schöpfen wir neue Kräfte. Dass es einen Schritt zu weit drüber sind, über die Grenze. Wir haben ja auch den Auftrag, eine Siedlung abzugraden, ne? Aufträge nicht kontrolliert, sondern überbevölkert. Siedlungsverwaltung upgraden. Ich hoffe jedenfalls, dass das Richtige war. Ja. So, die Unterstützung für die Adeligen wird eh besser gerade. Können auch hier den Getreidespeicher hochziehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Total War 3 Kingdoms. Die 8 Prinzen mit eurem Imperator und unserer Hört Fraktion. Meine Worte an und leistet ihnen Folge. Genau.